Die Spekulationen um Mohamed Salah und seine Vertragsverlängerung bei Liverpool laufen weiter an. Laut der Tageszeitung Mirror geht es um ein neues Arbeitspapier, das dem Angreifer 500.000 Pfund, sprich 592.000 Euro, pro Woche garantieren soll. Geht es nach Salah selbst, wäre von seiner Seite wohl alles klar. Wenn man mich fragt, ich würde es lieben, bis zu meinem Karriereende hier zu bleiben, äußerte er sich bei Sky Sports zu der Thematik, fügte aber auch hinzu, ich kann allerdings nicht viel dazu sagen, es liegt nicht in meinen Händen. Der aktuelle Kontrakt des Ägypters läuft keine 2 Jahre mehr. Wie mehrere englische Medien berichten, beschäftigt sich Newcastle United mit der Verpflichtung von Barcelona-Star Ousmane Dembélé. Nach Informationen von Spox und Goal soll der Angreifer einem Wechsel nicht abgeneigt sein. Der Vertrag des 24-Jährigen läuft im kommenden Sommer aus. Die Gespräche über eine Verlängerung sind nicht zuletzt aufgrund der schlechten finanziellen Lage beim FC Barcelona ins Stocken geraten. Sollten sich der Weltmeister und sein Verein nicht einig werden, kann der Offensivspieler ab Januar frei mit anderen Clubs verhandeln. Eine Situation, die sich die Magpies zunutze machen wollen, denn dort könnte sich Dembélé eine goldene Nase verdienen. Rund 15 Millionen Euro Jahresgehalt stehen im Raum, etwa 5 Millionen mehr als beim FC Barcelona.